Seit Freitag haben die Wirte ihre Zelte und Buden auf dem Marktplatz zum 31. Esslinger Zwiebelfest aufgeschlagen. Noch bis zum 14. August werden 7 Traditionsgastronomen wieder ihr Können unter Beweis stellen. Die Wirte bieten täglich von 11 bis 23 Uhr schwäbische und internationale Gerichte mit viel Zwiebeln und noch mehr gutem Geschmack. Dazu gibt es Weine und süffiges Bier aus der Region. Es ist schon jetzt 31 Jahre her, da haben sich verschiedene Wirte in Esslingen zusammengetan und haben dieses Zwiebelfest aus einer Idee, ein Sommerfest zu gestalten auf dem Marktplatz in Esslingen, eben kreiert. Und das ist jetzt, ich sage jetzt mal, am Ende das Ergebnis nach 31 Jahren, so wie wir jetzt dastehen. Wir sind eigentlich schon zufrieden, es ist immer eine ganz gute Sache, es ist eigentlich sehr, sehr frequentiert und es ist auch eine hohe Besucherzahl immer auf dem Platz. Wir erwarten natürlich, es ist immer wetterabhängig, wir erwarten dieses Jahr, ja, ich schätze jetzt mal zwischen 90 und 110.000. Zwei neue Namen gibt es dieses Jahr auf dem Zwiebelfest. Die Laube vom Weinkeller Einhorn wechselt den Besitzer. Fritz Weiß hört aus gesundheitlichen Gründen 2017 auf und übergibt die Laube an Frau Annette Kurle mit ihrem Kurles Kulinarium. Annette Kurle freut sich schon, mit in die Runde der 7 Wirte einzutreten. Auch die Laube des Schwanen hat einen neuen Namen, aber den gleichen Besitzer. 2016 hat Nils Steinbach das Restaurant Schwanen abgegeben und in Ruid die alte Dorfschule übernommen. Für ihn ist das nichts Neues, aber trotzdem eine Herausforderung in diesem Jahr. Die Besucher schätzten die gepflegte Gastlichkeit und das gemütliche Beisammensein auf dem Esslinger Marktplatz.